meine Motivation hier jetzt zu fahren ist irgendwie nicht so hoch. 9 Grad, Nieselregen, es stört mich mal gar nicht so, aber wenn es am Rad klappert, wenn das Auto nicht angeht, wenn einfach alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, würde ich keinem Enduro-Rennen empfehlen. Schlaf ist völlig überbewertet. Nichtsdestotrotz stelle ich mich mal ein bisschen weiter weg von der Kamera, denn mein Gesicht ist schon ganz schön zerknittert. Es war nicht kalt. Ich hatte ein Zelt, ich konnte eigentlich ganz gut liegen, aber der Wind, die Nacht ging ein Wind, das war so laut, ey, ich konnte nicht schlafen. Naja, heute früh habe ich mir meinen Kaffee gemacht, habe dann meine Cornflakes gegessen und dann habe ich mal versucht, das Auto zu starten. Es startet nicht. Als hätte ich es gewusst. Ich habe es gewusst irgendwie. Und jetzt hoffe ich mal, dass nach dem Rennen der Tobias mir wirklich helfen kann, Starthilfe geben kann. Wenn nicht, dann verbringe ich heute noch ein paar Tage hier. Oder zumindest so lange, bis der ADAC kommt oder wer auch immer. Ich glaube, ich bin gar kein ADAC-Mitglied mehr. So beginnt der Tag richtig super. Ich komme mir vor wie so ein Buch. A Series of Unfortunate Events. Aber gut, das war kalkuliertes Risiko. Insofern passt das schon. Ich habe es ja auch erwartet. Trotzdem blöd. Naja, ich werde 10 Uhr 40 irgendwie starten. Ich bin, wie ich so schon sagte, im Mittelfeld gelandet. Also starte ich auch im Mittelfeld. Die ersten starten 9.30 Uhr. Vorher noch die E-Bike-Fahrer. Finde ich ein bisschen gemein, dass die zuerst starten dürfen. Die sind ja eigentlich schneller durch. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie es läuft. Mehr will ich jetzt gar nicht labern. Ich wüsste auch nicht, was ich labern sollte. Ich bin gerade ein bisschen angepisst. Naja. Auf und die auf! So, der erste Abhill ist geschafft. 171 Höhenmeter und wir können wieder warten. So ist es halt bei der Enduro One. Bisschen blöd, denn hallo. Denn es ist, man wird warm, ist oben warm und dann steht man halt da und wartet gestern wie beim Prolog. Aber was soll's, geht gleich los auf die 1 und dann schauen wir mal. Hallo. Ciao. Viel treten, ne? Ich habe einen Sattel mehr oben als unten. Ich habe auch Sattel immer hoch gemacht. Und dann
Stage 1 geschafft. War ganz entspannt, recht dunkel da oben. Ich habe kaum was gesehen mit meiner Brille, die ist ja so leicht abgedunkelt. Kenne ich gar nicht, dass man im Wald nichts sieht. Hier sind so viele Bäume. Ja, hier und da hätte ich sicherlich noch ein bisschen besser laufen lassen können. Ist immer so. Ja. Aber ich muss sagen, ich hatte mehr den Sattel draußen als unten, denn die Tretpassagen bin ich im Sitzen gefahren. War ganz gut. Aber ich komme nicht so schnell wieder rein, wenn ich oben so lange stehen muss. Das ist halt echt blöd. Aber damit hat ja sicherlich jeder zu kämpfen. Auf zu Stage 2. So sind nochmal 70 Höhenmeter dazugekommen, also recht entspannt. Stehen jetzt an der Stage 2 und die Wartezeit hat sich extrem verkürzt, weil keiner mehr da ist, der da fährt, beziehungsweise hat sich das so ein bisschen gestreut. Unten war eine Verpflegungsstation schon, die habe ich aber jetzt erstmal ausgelassen. Ich brauche noch nichts. Hallo. Hi. Und los. Alles klar. Ciao. Stage 2 auch geschafft, war ganz entspannt. Viel treten, aber das wusste ich ja schon vorher. Boah, war recht dunkel. Ich weiß nicht, ob ich das nächste Mal ohne Brille fahre. Aber sonst bin eigentlich ganz zufrieden. Auf zu Stage 3. Sind nochmal 100 Höhenmeter dazugekommen. Bisschen weniger. Stehe an Stage 3. Und ja, geht gleich runter. Das ist schon, ja, ich stehe an, aber kannst ruhig vor. Kannst. Alles klar, danke.
Also das war's? Nee, oder? Oh, nein, nein. Oh, nein, das war ja blöd. Dein Schnürsenkel ist offen. Ja, rechts. Haben wir oben schon philosophiert, ob du heile unten ankommst. Das ist nett. Ja, gut. So schnell, wie sie angefangen hat, ist auch schon wieder vorbei. Stage 3. Naja, die hätte man auch nicht machen brauchen. Hallo. Und los. Danke. Ciao. Ja, der Anstieg war nicht wirklich nennenswert, 80 Höhenmeter. Dieser Trail war so ein bisschen wie der Stumpfrücken bei uns zu Hause. Ja, hier und da eine Line Choice verkackt. Aber gut, war in Ordnung. Auf zu Stage 5. Anstieg zur Stage 5 ist auch geschafft. Diesmal ein bisschen mehr, 230 Höhenmeter. War ganz entspannt. Das Coole war, man konnte immer mal zur Stage 6 rüber gucken, denn die verläuft genau am Anstieg entlang. Und sehen, wie die so ausschaut. Wird wahrscheinlich die lustigste Stage, glaube ich. Aber jetzt erstmal Stage 5. Und ich muss auch ehrlich sagen, meine Motivation hier jetzt zu fahren ist irgendwie nicht so hoch. 9 Grad, Nieselregen. Es stört mich mal gar nicht so. Aber wenn es am Rad klappert, wenn das Auto nicht angeht, wenn einfach alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, würde ich keinem Enduro-Rennen empfehlen. Denn dann ist es eben motivationstechnisch nicht so wirklich cool. Da kann man lieber zu Hause fahren. Wenn man keinen Bock mehr hat, geht man einfach nach Hause. Hier ist man natürlich gezwungen, das Ganze zu Ende zu fahren. Wenn man ein YouTube-Video macht, so viel sowieso. Aber irgendwie fühle ich mich gerade hier nicht so wohl. Wer weiß, vielleicht kommt das ja noch. Hallo. Ist der Poller da extra? Ja. Warum? Zum Sitzen. Eigentlich zum Sitzen. Ja. Ich fahre den jetzt um. Okay. Alles klar, danke. Gerne.
sauber! Auf geht's, auf geht's! Hier war die Wurzel. Hi. Ja, hat sich richtig gut angefühlt. Also oben keine Motivation und unten dann ja wieder ein bisschen glücklicher. Das heißt, wenn es euch mal nicht gut geht, fahrt Rad, das macht glücklich. Vielleicht auch das Adrenalin, was ausgeschüttet wurde, als ich nach diesem Job da so über die Wurzel gerutscht bin. Gerade noch so konnte ich mich fangen. Ja, aber gut, jetzt geht's auf zu Stage 6. Sehr pedalierlastig. Das heißt, den Anstieg werde ich jetzt mal recht ruhig fahren. 110 Höhenmeter später. Und ich stehe genau am selben Punkt, wo ich gerade noch gehört habe, dass ich keine Motivation habe. Start der Stage 6. So wie es aussieht, Wartezeit 5 Minuten, das ist okay. Dann wird mir nicht wieder so kalt. Es sind jetzt gerade 9 Grad und hier oben, ja, wenigstens geht kein Wind. Bin gespannt. 6 werde ich die Brille wieder aufsetzen. Ich hatte sie in der 5 abgesetzt. Und da tränten mir die Augen, lief mir die Nase. Das möchte ich jetzt nicht nochmal haben, zumal die recht lang ist. Hallo. Hi. 3, 2, 1. Auf geht's. Danke. Ciao. Das war knapp. Drohne.
Alter, was war das denn? Zeitlein, Mann! Was ist denn hier los? Ach, das war's schon. Wo ist denn hier das Ende gewesen? Hey, du musst da noch hoch. Hopp, hopp, hopp. Ja, ja, es geht noch ein Stück weit hoch hier für dich. Alter, ich hab's Ende nicht gesehen. Ich stehe schon an der 7. Bin immer noch aus der Puste, denn der Transfer von der 6 zur 7 war einmal kurz einen Berg hochschieben. Ja, die 6. Einmal bin ich einfach weggerutscht hinten. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Da war eine Wurzel im Vorderrad gut drüber gekommen. Hinterrad hat es mir dann so zur Seite geschoben. Das war ein bisschen blöd. Und mir fehlte dann doch ein bisschen die Puste. Naja, läppert sich schon zusammen der Tag heute. Jetzt noch die 7. Da wird nochmal ordentlich pedaliert. Und dann war es das auch schon für heute. Und los. Danke. Ciao. Boah, Mann, wie gestern. Komm, weiter geht's! Bin dabei.
Man hört es im schreienden Hintergrund. Das Rennen ist für einige noch nicht ganz vorbei, aber die letzte Stage, da wird man noch mal ordentlich angefeuert, bevor man ins Ziel kommt. Ich habe es geschafft. Stage 7 erfolgreich abgeschlossen. Leider langsamer als gestern. Gut, ich hatte auch den ganzen Tag in den Beinen, waren ungefähr 800 Höhenmeter, um die 20 Kilometer. War okay, ist eigentlich eine normale Tour bei mir zu Hause. Zufrieden bin ich mit der 7 nicht so ganz, denn ich habe an dieser einen Stelle, wo man dann so links runterfährt, wieder anhalten müssen. Im Training hat es geklappt, hier nicht, aber so ist es nun mal. Trainingsweltmeister im Wettkampf nicht mehr so gut. Mal gucken, welche Platzierung ich rausfahren konnte. Ich wäre wahrscheinlich wieder im guten Mittelfeld landen. Und dann war es das auch für dieses Jahr, muss ich ehrlich sagen. Es war eine schöne Zeit, die ganzen Rennen, aber auch ganz schön stressig. Ich weiß nicht genau, ob ich mir das nächstes Jahr dann wieder so in dieser Gänze antun werde. Einige Rennen, bestimmt auch Eifer, werde ich auslassen. Das lohnt sich für mich nicht, hierher zu fahren. Und ja, ich glaube, sowas wie Trieb, wobei Trieb war eigentlich ganz cool. Lützelbach würde ich nicht nochmal machen. Naja, wir werden sehen. Ich gucke jetzt mal, dass ich mein Auto zum Laufen bekomme. Wenn nicht, dann bin ich halt hier noch ein bisschen länger. Und ja, dann geht's nach Hause. Und morgen wieder arbeiten. Ach, aber gut, es geht ja allen so. Na dann, wir sehen uns das nächste Mal.